Jackie Donuts Koch Jackie Donuts posiert im Dezember 2017 für ein Porträt in der Milchbar in Zürich. Keystone der Bündner Sternekoch Jackie Donuts ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Keystone Martin Buchholzer Jackie Donuts am 3. Februar 2001 beim 8. Gourmet Festival im Bad Rutz Palace in St. Moritz. Dahinter von links nach rechts, Katrin Mosimann, Roland Jüri, Anton Mosimann und Reto Mattis. Keystone bei der Präsentation der neuen Cartier-Sonnenbrillen zeigen sich im April 2020 David Opango, Fußballer beim FC Zürich, Murat Yakin, Fußballer beim FC Basel, Horst Edenhofer von Cartier, Mauro Giannini, Fußballer beim FC Zürich und der Wirt des Restaurants Sonnenberg, Jackie Donuts, zuversichtlich, dass die Sonne bald für alle scheinen wird. Keystone Jackie Donuts Koch Jackie Donuts posiert im Dezember 2017 für ein Porträt in der Milchbar in Zürich. Keystone der Bündner Sternekoch Jackie Donuts ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Keystone Martin Buchholzer Jackie Donuts am 3. Februar 2001 beim 8. Gourmet Festival im Bad Rutz Palace in St. Moritz. Dahinter von links nach rechts, Katrin Mosimann, Roland Jüri, Anton Mosimann und Reto Mattis. Keystone bei der Präsentation der neuen Cartier-Sonnenbrillen zeigen sich im April 2020 David Opango, Fußballer beim FC Zürich, Murat Yakin, Fußballer beim FC Basel, Horst Edenhofer von Cartier, Mauro Giannini, Fußballer beim FC Zürich und der Wirt des Restaurants Sonnenberg, Jackie Donuts, zuversichtlich, dass die Sonne bald für alle scheinen wird. Keystone. Der Starkoch Jackie Donuts ist 71-jährig im Zürcher Unispital gestorben. Das berichtet das Magazin Goldmilau. Jackie Donuts machte sich als Gastgeber des Restaurants Sonnenberg am Zürichberg einen Namen. Am vergangenen Montag ist der Spitzenkoch 71-jährig im Unispital gestorben. Das berichtet das Magazin Goldmilau. Woran Donuts starb, wurde nicht kommuniziert. Donuts sammelte 15 Goldmilau-Punkte. Berühmt wurde er in den 90er Jahren mit seinen Kalbskoteletts. FIFA-Chefkoch mit Auszeichnungen. Donuts wurde 1951 in Samedan geboren. Seine Lehre absolvierte er im Flughafenrestaurant Zürich-Kloten. Von 2006 bis 2016 war er Gastgeber im Restaurant Sonnenberg. Seit 2017 war er pensioniert, aber nicht zur Ruhe gesetzt, wie es in seinem Lebenslauf auf seiner Homepage heißt. Zuletzt bekochte Donuts seine Gäste im Hotel Gotthard an der Zürcher Bahnhofstraße. Donuts sammelte unzählige Auszeichnungen, Michelin-Sterne und Preise. Neben vielen weiteren Ehrungen wurde der Gourmetkoch 1988 mit der Auszeichnung Cuoco d'Oro Schweiz für authentische italienische Küche geehrt. 1997 folgte die Auszeichnung des Clubs Prosper Montagne, Coupe de la Coile. Mezzelone, Siedfrisch und Kalbskotelett machten ihn über die Grenzen hinaus bekannt, heißt es in seiner Biografie. Im 71. Lebensjahr ist Jackie Donuts nun verstorben, wie das Branchenmagazin Goldmilau am Dienstag berichtete und dessen Biograf Thomas Rengli auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone SDA bestätigte. Donuts war verwitwet und hatte keine Kinder.